Okay, jetzt ist genau die Situation entstanden, die wir vorhin gesagt haben. Was haben wir vorhin gesagt? Was kann passieren oder welche Möglichkeit haben wir, die passieren kann? Dass er genau das macht, was er sonst von den Short-Positionen kennt. Da reden wir immer von einem sogenannten nachlaufenden Tief, dass er die Shorties dann, dass er dort ein Tief platziert und dann kurz abdreht, eine Richtung antäuscht und dann nochmal ganz kurz runtergeht, die Stops von den Jungs abholt, in so ein nachlaufendes Tief und dass er dann erst abgeht wie Schmidts Katze. Wir haben es jetzt 14.43 Uhr, das heißt, eigentlich ist die Pressekonferenz schon voll in Gang und es passiert nichts. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Wenn ich jetzt mir den Tageschart so angucke, was wir gleich mal machen können, vielleicht können wir Christoph sein Bild dann mal draufschmeißen mit dem Tageschart. Und ich habe mit Michael eben mal ganz kurz drüber gebrütet. Dann ist es genau das, was wir die letzten Tage auch gesagt haben. Kriegen wir heute einen Tagesschlusskurs unter 9,9? War das ein klassischer Fake? Ganz klassischer Fake. Tagesschluss heute Abend 22 Uhr, besser sogar 17.30 Uhr. Ansonsten 22 Uhr, Tagesschlusskurs unter 9,9. 9.898 langt. Tagesschluss unter der 9,9 ermöglicht uns wieder das Potenzial 9,6 beziehungsweise dann sogar 9,3. Dann haben wir nämlich genau das, wollen wir deinen Tag mal rausschmeißen, ne? Ja, wir streichen für dich den Donnerstag. Was willst du, wieso möchtest du meinen Tag wegschmeißen? Weil du es nicht anders verdient hast. Ein Tageschart? Können wir umschalten? Super. Da hast du. Damit ist das Typische. Wir haben da den Nacken, wir haben da das Hoch. Achso, ich habe ja keine Maus. Wir haben auf der linken Seite vom Ende Januar, letzte Januarwoche, da haben wir das Hoch. Und wenn der Kurs jetzt da drunter geht, da drunter schließt, dann haben wir erst eine Chance, dass die SKS sogar sauber wird und sauber aufgeht. Warum? Jemand eine Ahnung? Was ist eine der besten oder eine unterstreichende Bedingung bei so einer inversen SKS? Was sollten wir da hinkriegen? Eine steigende Nackenlinie. Bei einer SKS eine fallende Nackenlinie und hier eine steigende Nackenlinie. Und die hatten wir bis jetzt nicht. Deswegen war ich von dieser SKS bis jetzt noch nicht so überzeugt. Weil die Nackenlinie, die wir bis jetzt hatten, wenn das hier jetzt die Schulter von der Inversen hier gewesen wäre, dann hätten wir die Nackenlinie hier fallend und extrem fallend. Eine fallende Nackenlinie bei einer inversen SKS spricht eher für nicht so dollen Erfolg. Eine steigende Nackenlinie verspricht viel mehr Erfolg. Die hätten wir jetzt, wenn er jetzt die Schulter ausbildet. Das würde aber heißen, die Amis müssen dem Ding jetzt richtig was auf die Mütze hauen, um das Ding unter die 9,9 zu drücken. Und wenn das Ding dann unter die 9,9 drücken sollte, was ich hoffe, dann haben wir Luft bis zur 9,3. Dann haben wir 600 Punkte Luft. Wir haben nächste Woche Trainerwoche. Das heißt, ich kann morgen oder Montag früh in der Trainerwoche als erste Position ganz entspannt shorten. Hau da einfach 20 DAXe Short rein, lass die 600 Punkte bis Freitag fallen und am Freitag sage ich, guck mal, was wir für eine Performance gemacht haben. Super. Brauchst nichts zu tun, eine Position, nur einmal kurz reingucken, kannst dann hinterher irgendwie ein riesen Posting schreiben und auf Facebook einen riesen Artikel schreiben. Guck mal, das sind wir. 600 Punkte in 5 Tagen. Nein, ist nicht unser Ding. Aber ich würde jetzt genau in so einem Fall, wenn diese Position, ich habe die jetzt mit 5 Dachsen angefangen, darunter werden 5 Dachse gleich nachgelegt und wenn die 5 Dachse drauf sind, geht mein Stop auf die 10.030 ungefähr, 10.035, dort bleibt er liegen, dann bin ich bei 70 Punkten, weil dann gehe ich davon aus, dass er runterfällt und dann erst die Schulter ausbildet, die hier viel zu früh war, die auch vom Zeitfenster nicht wirklich passt. Und die hier zwar etwas spät ist, aber lieber zu spät als zu früh. So, und wenn er die Nummer dann macht, dann werde ich die Position auf 20, 30 Dachse aufstocken. Spätestens hier unter dem Tief, wenn er unter die 9,6 fallen sollte, dann ist dieser Bereich hier 9,3, 9,350 wahrscheinlich, dann will ich diese Position unter der 9,6 sogar extrem aufstocken.
wenn ich da mit 20, 30 Dachsen dabei bin, das ist ja erst nur ein Plan, ich denke einfach nur mal laut. Also das ist jetzt keine Handelsempfehlung, bitte nicht so auffassen oder so. Ich denke jetzt einfach nur mal laut, was ich mache. Und mein Plan wäre jetzt, vielleicht noch ein, zwei Mal so 10 Dachse dazulegen, dass wir unten bei der 9,6 vielleicht mit 30, 40 Dingern ankommen. Wenn wir da unten mit 40 Dachsen bei der 9,6 sind und der klatscht da durch, dann die Position verdoppeln, stoppt gleich ganz knapp oben drüber, weil die Marke ist nun mal markant genug, die 9,6. Unter der 9,6 die Position verdoppeln, Stopp auf die 9,650 für die gesamte Position und dann durchrasseln lassen. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder komme ich dann mit der aufgestockten Position bei 9,650 zum Stillstand und fliege raus. Oder der rasselt durch und nimmt die 300 Punkte, die werden sehr schnell gehen, die ihr dann abholt. Weil guckt euch mal die Bewegung an, die ihr immer da in dem Bereich 9,3 von 9,6 bis 9,3 gemacht habt. Guckt mal hier, das sind immer nur zwei Tageskerzen, die genau in diesen 300 Punkten sich hin und her bewegt. Das heißt, wenn er die 9,6 da nach unten durchschlägt, dann wird die Position auch ziemlich schnell Richtung 9,3 laufen. So viel zu meinem Setup. Genau da in diesem Bereich, wenn er da unten jetzt durchgeht, durch die 9,59 ungefähr, werde ich meine Position auf 10 Dachse aufstocken. Und wenn nicht, dann bleibt sie bei 5. Und wenn er oben durch die 10 geht, dann fliegen die 5 Dachse eben raus. Außer Spesen nichts gewesen. Okay, so viel dazu. Aber unser Thema lautet ja heute Nachmittag ein bisschen anders. Wir lassen aber trotzdem den Chart nebenbei laufen. Wo finde ich jetzt die PowerPoint? Die für heute Nachmittag? Die 3? Die ist noch da drauf, ne? Und nun? Brauchst du wahrscheinlich einen Stick oder so, ne? Hä? Wir wollten uns heute Nachmittag um das Thema kümmern, der innere Schweinehund. Beziehungsweise Verluste sind das eine, der innere Schweinehund das andere. Ziel sollte es sein, vielleicht mal so ein bisschen in sich reinzuhorchen, jeder so in sich selber. Wie geht er mit solchen Situationen um? Gerade so eine Situation, wie wir eben hatten. Wir haben noch gar kein klares Setup, wir haben noch gar kein klares Ziel. Wir werden aber gleich sehen, was in dem Händler, in dem sogenannten Stressi oder wem wir nun auch nehmen, immer wieder genau das Gleiche passiert und was uns auch die nächsten 20 Jahre, die wir Händler vielleicht Händler sein werden, auch nicht verlassen wird. Niemals. Wir haben letztes Jahr im Sommer, als wir auf Sommertour gegangen sind, die 3 Monate auf Skandinavien-Tour, bin ich mit einer super Performance zu Hause losgefahren. Wir haben im Juni Seminar gemacht. Stimmt, Adam war im Juni-Seminar noch da. Wir haben, ich habe am 1. Juni angefangen, mein 10.000er Konto ganz normal zu handeln und wir sind losgefahren mit einem Kontostand von knapp unter 17. Am 12. oder 13. Juni, weiß ich nicht genau, so um den Dreh rum. Das heißt, wir hatten da schon eine super Performance, habe ich gesagt, geil. Weil mein Ziel war eigentlich, im Monat ungefähr 5.000 unterwegs zu verdienen. Es war ein Test, auch für mich selber. Die Idee, dass wir daraus irgendwie Webinare machen oder dass wir da arbeiten, ist mir erst viel, viel später gekommen. Sondern der Plan war für uns, für unsere Familie, für meine Frau und mich, war es klar, dass wir 3 Monate einfach mal diese Tour machen. Wir wollten uns die Zeit nehmen, uns einfach die Auszeit nehmen, um Skandinavien kennenzulernen. Auf der WET ist mir nachher erst die Idee gekommen, von dem, was wir vorhaben, von dem, was wir geplant haben mit dem Wohnmobil, von dem reden in der Branche und in dem Markt so viele. Jeder sagt, du kannst arbeiten, wann du willst, wo du willst, wie du willst und wie viel du willst. Wie gesagt, wir sind Händler. Oder ich bin Händler. Und deswegen haben wir gesagt, wir reden nicht, wir machen es.
Und deswegen haben wir auch gesagt, wir legen die Performance offen, wir zeigen, was wir machen, wir zeigen in Webinaren, was wir handeln. Wir arbeiten ganz normal, wir checken das für uns selber auch mal, ob wir überhaupt in der Lage sind, 3-4 Monate sich von zu Hause zu entfernen und 3 Monate unterwegs zu arbeiten und unterwegs auch sein Geld zu verdienen. Wie gesagt, ich hatte mir eine gute Vorlage geschafft. Ich meine, wenn man ein Konto von 10 auf knapp 17 hochhandelt in relativ kurzer Zeit, ist das ja schon mal eine feine Geschichte, dann kann man ja ganz entspannt losfahren. Wenn Griechenland nicht Griechenland wäre, weil durch einen Bedienfehler habe ich dann, ich hatte das Konto auf 18 irgendwie hochgedreht und im Süden von Finnland, ich vergesse das nie, auf dem Campingplatz in Heinola, an so einer Seenplatte mitten in Finnland, habe ich das Konto über ein Wochenende gekillt. Und nicht nur, dass ich es gekillt habe, sondern das war das erste Mal, so lange wie ich handle, dass meine Equity in Rot erschien am Sonntagnacht, als der Markt aufgemacht hat. Ich hatte durch einen technischen Bedienfehler meine Position Freitagabend nicht schließen können. Ich wollte sie schließen. In der Zeit, wo ich sie schließen wollte, ist mir die Verbindung weggeflogen. Als ich wieder drin war, war es 1,5 Minuten zu spät und ich kriegte keine Verbindung mehr. Und damit hing ich mit 40 Dachsen da drin. War eine Long-Position und über Griechenland sollte gerade entschieden werden. Und der Markt hat am Sonntag geöffnet mit 500 Punkten Down-Gap. Und ein 18.000er Konto mit 40 Dachsen, 500 Punkte, funktioniert nicht so ganz. Dann gibt es auch mal eine rote Equity. Aber das Schöne ist, und da werden wir heute Abend mal drauf kommen, Money Management mal anders betrachtet, das war genau diese Situation. Ich glaube, wenn ich 50.000 im Konto gehabt hätte zu diesem Zeitpunkt, dann hätte ich wahrscheinlich nicht 40 Dachse drin gehabt, sondern ich hätte wahrscheinlich 80 Dachse drin gehabt, dann wären die 50.000 auch weg. Also, das ist keine Frage der Zeit. Es ist nicht, dass jetzt ein großes Konto länger dauert. Der Hintergrund, warum wir eigentlich mit kleineren Konten arbeiten, das erzähle ich eher heute Abend. Wir wollen uns jetzt mal um den inneren Schweinehund kümmern. Gucken wir uns mal unsere 3 Charaktere an, mit denen wir uns vorhin angefreundet haben. Hey, Hightech. Ein ganz normaler Handelstag. Was versteht man unter einem ganz normalen Handelstag? Ganz normalen Handelstag sagt man, okay, man setzt sich morgens an den Rechner, holt sich seine 12 Punkte und geht wieder weg. Oder was ist ein normaler Handelstag? Wer definiert einen ganz normalen Handelstag? In der Regel ist es ja so, man versucht sich morgens hinzusetzen, man hat ein klares Regelwerk, man hat eine klare Birne, man hat ausgeschlafen, also normalerweise. Man sollte jedenfalls die Tage, wo man abends 1,8 auf dem Kessel hatte, weil der Rotwein einfach zu gut war, die sollte man nächsten Morgen meiden. Man sollte nicht nur den nächsten Morgen meiden, man sollte auf jeden Fall vermeiden, am nächsten Morgen zu handeln. Meistens funktioniert das nicht so gut. Gucken wir uns den Jungen an. Das arme Schwein, so sah ich mal als Kind aus wahrscheinlich. Der hat jetzt diese Runde durch, die wir uns vorhin gerade angeguckt haben. Den Stressi, den Grübli und den Kuli. Jetzt haben wir den Stressi. Der hat jetzt den Tag durch, hat jetzt links und rechts wirklich was an die Backen gekriegt und jetzt ist die Kohle weg. Also überlegt er sich, Geld weg, irgendein anderer Handelsansatz wäre vielleicht doch besser. Euro pro totale Scheiße, nur mal als Beispiel oder was weiß ich, irgendwie klein siehst du nicht Strategie hier bei Vollmond, Umkehr, Drehstabformation mit seitwärts Fibonacci bei Vollmond oder eben bei Sonnenfinsternis. Vielleicht funktioniert nicht, also gehen wir von Strategie zu Strategie B, von Strategie A zu Strategie B. Volle Granate. Der Junge, soll ich jetzt oder soll ich lieber nicht? Die Folge davon ist doch, ist Börse überhaupt das Richtige? Das heißt ja immer, an der Börse verdient man kein Geld. Drum prüfe, wer sich ewig bindet. Es kann durchaus sein, dass der eine an der Börse nie Geld verdienen wird. Es wird durchaus sein, dass ein Großteil sogar an der Börse nicht viel Geld verdienen wird oder nicht so richtig von der Stelle tritt. Aber warum nicht? Weil wir in der Regel, genauso wie er hier, erstmal die nächste Strategie benutzen, die eine Strategie anfangen und dann zur Strategie B wechseln. Wir nehmen erstmal Strategie A, probieren das mal eine Woche, versemmeln damit 20% vom Konto
Und nach 20% sagen wir, das ist ein scheiß Broker und der Typ, der mit dem ganzen Mist diese bunten Bilder hier verkauft hat, der taucht auch nichts. Also gehen wir jetzt zur Strategie B, versemmeln die nächsten 20% vom Konto und sagen, okay, nächste Broker, sind doch alle gleich. Und der Typ, der wollte auch bloß meine Kohle haben. Und dann gehen wir zur Strategie C, machen das gleiche Spiel nochmal. Inzwischen waren wir so erfolgreich, dass nur noch 40% vom Konto da sind. DAX? Ups. Wenn sich einer den DAX mal angucken will, ist, glaube ich, gleich wieder da unten, da wo er war. So, und damit sind meine Verluste, die ich vorhin eingefahren habe, wieder drin. Aber ich wollte ja nicht nur Verluste ausgleichen, ich wollte ja eigentlich Geld verdienen. Ich probiere es mal. Das Schlimme ist ja, jetzt haben wir das Konto nur noch bei 40%. 40% vom Konto heißt ja, wenn wir ein gesundes Money Management irgendwo planen wollen, müssen wir was? Die Positionsgröße runterschrauben, oder? Wir müssen mit kleinen Positionen wieder aufbauen. Wir haben einen schönen Beitrag im Gästebuch von Peter, der vorhin noch gesagt hat, ich sollte mal auf den Euro eingehen. Der hat kurz vor Weihnachten haben wir einen wunderbaren Beitrag ins Gästebuch geschrieben bei uns auf der Homepage. Peter hatte mich angerufen, nachdem er ein 10.000er Konto auf 3.000 runtergeknallt hatte. Er hat gesagt, Mensch, ich habe von dir irgendwas gelesen, ein paar Videos auf YouTube geguckt von euch. Ich finde das klasse, was ihr macht. Können wir da nicht irgendwas zusammen machen? Ich sage, ja, klar, können wir. Ja, also, wie viel muss ich Ihnen einzahlen? Oder soll ich mein Konto wieder aufstocken? Ich sage, nein, das lässt du. Weil ein Konto runterhandeln, das kann jeder. Ein Konto wieder aufstocken, wenn er die Kohle hat oder Omas Sparbuch so dick ist, dass er im Sitzen schlafen muss, das kann auch jeder. Also eine Überweisung, eine Online-Überweisung von A nach B, das wird ja wohl jeder noch hinkriegen. Aber ein Konto von 3 wieder auf 10 zu bringen, das ist die Kunst. Aber das ist das, was Spaß macht. Das ist das, was richtig Spaß macht. Das ist nämlich die Kunst. Das Schöne ist ja, die Demokonten, die wir uns heute zur Verfügung gestellt kriegen, jeder Broker, der uns heute ein Demokonto zur Verfügung stellt, auch unser oder meiner, mir scheißegal, ich habe 15 Broker durch. Die Demokonten, die wir uns heute zur Verfügung stellen, die haben ja einen ganz bestimmten Grund, warum die Dinge mit 50 und mit 100.000 bestückt werden. Warum? Weil wir einfach ein affengeiles Gefühl haben sollen. Wir sollen uns richtig reich fühlen, richtig cool. So volle Granate rein und dann haben wir einfach aus 50 hat man 70, 80.000 gemacht und dann ist man der Größte, der geilste Händler Europas. So wie ich es gestern Abend erklärt habe. Man fühlt sich entspannt, man hat ja genug Material. Die Kunst ist es, so ein Konto nachher von ganz unten wieder nach ganz oben zu bringen. Peter hat es geschafft, innerhalb von 3 Wochen. Hat er uns ins Gästebuch geschrieben. War zwar ein Stück Arbeit, aber er hat es geschafft. Ein ganz normaler Handelstag für unseren Kuli. Was haben wir gesagt? Was hat unser Kuli? Der Kuli sagt doch immer, es läuft doch, alles klar, weil er hat sein Regelwerk und er hat alles. Alles, was er braucht. Denn der Kuli ist was? Der ist einfach cool. Adam hat das vorhin mal sehr schön irgendwie auf den Punkt gebracht. Also ich habe mich selber noch nie dabei beobachtet, aber ich merke, im Laufe der Jahre habe ich inzwischen eins gemerkt. Ich habe vor keiner Position mehr Angst. Ich gehe keine Position mehr ein mit dem Gefühl, scheiße, wenn die dich jetzt killt, dann, was weiß ich, dann kannst du eine Leasingrate nicht bezahlen oder, wie gesagt, die Frau muss die Schuhe zurückbringen oder was weiß ich. Ich habe einfach keine Angst. Warum? Weil selbst wenn mein Regelwerk heute nicht funktioniert, dann weiß ich, es funktioniert morgen und übermorgen. Weil seit 7 Jahren funktioniert es. Warum soll es morgen und übermorgen nicht funktionieren? Bloß weil es mal einen Tag aussetzt. Völlig normal. Jeder setzt mal einen Tag aus. Nicht wahr, Christoph? Der Kuli ist cool. Warum ist er cool? Weil er hat alles, was er braucht. Alles. Er hat seine Community, er hat seinen Broker, er hat seine Plattform, seine Community, ganz wichtig, und er hat sein Regelwerk. Er hat seinen Heiligen Gral. Seinen. Er hat nicht den Heiligen Gral, sondern seinen Heiligen Gral. Kannst du das ändern? Das ist dupliziert. Ich hätte hier gerne meine Ansicht.
Wohlgemerkt, nicht den Heiligen Gral. Den Heiligen Gral gibt es nicht. Es gibt nur seinen Heiligen Gral. Mein Heiliger Gral war mein Euro Pro. Von Anfang an. Auch wenn das vielleicht sehr einfach oder so klingt, aber es ist genau dieses Regelwerk, was mich erstmal diszipliniert hat, was mich dazu gezwungen hat oder wo ich mich mit gezwungen habe, mich an einem Weg zu orientieren. Und man merkt Stück für Stück, wie man dann wirklich immer cooler wird. Bis heute noch gar nicht so aufgefallen, aber was mir auffällt, ist, oh, geht doch. Das ist deins. Wieso bist du 500 Euro vorne? Das sind Ticks. Ja, du tickst wohl nicht. Kinder. Kaum sind sie groß, sind sie frech. Also, ich habe meinen Heiligen Gral, nur meinen gefunden. Nichts anderes, alles andere. Den Heiligen Gral. Wir können uns diese Nummer abschminken, dass wir denken, da rennen wir irgendwo auf irgendeiner Messe rum oder so und irgendeiner übergibt uns dann irgendwie so das neue Lebenswerk, so für mich. Ich brauche dann nur noch irgendwie auf den Knopf drücken. Das wird nichts. Nicht wirklich. Was? Geht nicht? Was? Ja. Wir haben ein kleines technisches Problem, aber das können wir gleich ausräumen. Wir werden... Was sehen denn die Jungs? Mich oder das? Ich sehe mich. Okay. Immerhin haben wir die Position, die wir knapp unter 10 gepackt haben vorhin, aus den News. Wir machen die Nummer hier gleich weiter, weil wir die Ansicht geändert haben. Haben wir genau die Nummer, die wir knapp unter 10. Wir haben gesagt, das ist nichts nach DAX Pro, nichts nach Euro Pro. Ein rein spekulativer Trade auf der Basis, dass die 10 hält, dass die Nummer da oben einfach nur ein Spike war, dass er da einfach nur rausgeguckt hat, um da über den 9,9 oben alles abzuräumen, was er auch sehr erfolgreich getan hat. Ich muss nur sehen, dass ich meine Ansicht kriege. Wie geht nicht?
Das Bild ist aber scheiße. Das Bild ist weg. Das kann ich dir sagen, dann poste ich ein Passbild. Okay, der Kuli ist auf jeden Fall eins, er ist cool. Weil er hat nämlich genau alles das gefunden, was er braucht. Sollte er jedenfalls. Noch sucht er. Ah, jetzt kommen wir der Sache langsam näher. In meinem nächsten Leben wäre ich Techniker. Technik. Weil er hat seinen heiligen Gral gefunden. Seinen heiligen Gral. Normal die Betonung da drauf, seinen. Alles andere ist völlig Latte. Das heißt, wenn ihr auf der Suche nach einer Strategie seid, um euch vielleicht von diesem fallenden Banker zu dem aufsteigenden Server oder von dem Kuli, von dem Stressi zu dem Grübli, über den Grübli zu entwickeln, nicht wahr? Ja, wird für dich auch mal Zeit, aber du hast den Grübli ja noch vor dir. Stressi bist du ja schon genug. Ja, ja genau. Hier. Ich kann ein Bier trinken, du gerade nicht. Warte mal. Ja, gerne. Er hat seinen heiligen Gral gefunden, ja, ist gleich vier. Und zwar genau sein Regelwerk. Egal welches Regelwerk euch sucht, das muss überhaupt nicht meins sein. Egal welches Regelwerk euch sucht, nachdem ihr euch richtet, macht daraus euren heiligen Gral, euren eigenen heiligen Gral. Wir werden das auf der Trainerwoche jetzt in Österreich, werden wir es genauso machen wie im September im Schwarzwald. Wir werden versuchen, dass jeder aus seinem Regelwerk, was er ja nun mal hat, was er jetzt auch schon eine Weile handelt, sein Regelwerk macht, aus unserem Regelwerk oder mit unserem Regelwerk aufbauen, sein Regelwerk macht, sein Strategiehandbuch erstellt. Das werden wir uns in der Trainerwoche genau angucken, werden das genauso trainieren und für jeden Einzelnen sein Trading-Handbuch, Strategiehandbuch zu erstellen. Der Kuli hat seinen heiligen Gral. Er hat sein Regelwerk, meint er. Und da ist aber noch einer dabei, der ihm die ganze Zeit begleitet. Wer ist es? Das Glück. Das Glück ist bei den Doofen. Hast du Glück? Hätte ich gestern an deiner Stelle auch gesagt. Den Jungen, den wir immer wieder jeden Tag erwischen werden, immer dann, wenn wir schön weit vorne sind, wenn wir schön weit hinten sind, wenn die rote Zahl recht groß ist, wenn wir gar nichts draus lesen, wenn die grüne Zahl recht groß ist, dann kommt immer der richtig zur Geltung. Wir nennen auch den inneren Schweinehund. Und so sieht er aus. Unser Kuli, wenn dieser Junge, den wir nämlich eigentlich haben wollen, wenn der zum Tragen kommt. Wenn der Kuli zwar cool ist, aber, wie hat meine Oma immer so schön gesagt, wenn es dem Esel zu gut geht, geht er aufs Eis tanzen. Und genau diese Nummer passiert uns immer wieder. Und das wird uns auch unser ganzes Händlerleben, unser ganzes Traderleben oder Börsenhändlerleben, unsere ganze Karriere lang begleiten. Mich begleitet das heute noch. Yes! Guckt euch mal den DAX an. Der innere Schweinehund. Klassischer Fehlausbruch da oben. Schöne Nummer. Strike. Das ist Börse. Und schon haben wir wieder die 9-8. Die 10.000, außer Spesen, nichts gewesen. Und das Kind ist 1.300 Ticks vorne. Schön für das Kind. Ich nutze die Zeit ja effektiv zum Handeln, im Gegensatz zu dir. Okay. Das sind aber genau die Phasen vorhin und das ist eigentlich der beste Beitrag, den wir heute bringen konnten. Schalte es mal wieder um, bitte. Das ist eigentlich der beste Beitrag, weil genau vorhin zu dieser Phase, als diese News kam,
Deswegen habe ich vorhin noch ganz bewusst geschortet, weil mein Regelwerk oder meine Denke, die war genau an diesem Punkt, warum ich das mache, habe ich vorhin genau erklärt. Und genau dieser Schweinehund, den wir jetzt hier haben, ich könnte wetten, er hat vorhin den einen oder anderen genau auf den Weg gelockt, da oben zu longen. Genau das, was wir brauchten. Genau das, was die Shorties brauchten. Genau das, was die Bären brauchten, war genau das, nämlich eine überkaufte Situation. Da müssten wir noch in den Markt geknallt werden, die kaufen, damit wir auch verkaufen können. Das können wir verkaufen, volle Granate. Und wir haben jetzt, glaube ich, einen der besten Einstiegspunkte da oben erwischt. Viel besser geht es nicht. So, jetzt haben wir unser Regelwerk durch. Wir haben unseren Heiligen Gral oder wir haben meinen, ich habe meinen Heiligen Gral, weil ich habe den ja nicht von einem Stinktier gekriegt, sondern ich habe ihn mir selber irgendwo programmiert. Mein Regelwerk habe ich mir selber auferlegt. Deswegen fällt es mir auch relativ leicht, dieses Regelwerk auch einzuhalten. Wie bitte? Wer? Euro Dollar. Ich bin jetzt. Ich habe jetzt zum Glück noch einen zweiten Rechner hier. Ich bin gleich wieder bei euch da draußen. Ich muss nur ganz schnell meine Stops korrigieren. Wir sind in die Richtung 9,6 und 9,3. Ich mache meine Position hier nebenbei. Kannst das Bild wieder aufschalten? Ich werde bloß meine Position nebenbei betreuen und die Stops nebenbei nachziehen. Wichtig war es ja, dass wir erkennen, dass genau dieser innere Schweinehund, den wir haben, dass der im Grunde genommen vorhin wahrscheinlich bei dem einen oder anderen zugeschaltet hat oder zugeschlagen hat. Man hat sich Setups gezogen, man ist von der 9,6 ausgegangen, man hat sich ein bestimmtes Regelwerk da reingepackt, hat gesagt, okay, nach den Regeln kann das oder das passieren. Und ich will nicht wissen, wie viele Leute es vorhin erwischt hat, die gesagt haben, okay, ich habe zwar mein Regelwerk, aber in dem Moment, wo der nach oben rausschießt, dann sofort die 10,1, 10,3, 10,4 auf dem Deckel hat. Und da haben wir gesagt, okay, ohne Sinn und Verstand, ohne zu analysieren, ohne alles, irgendwo da oben drüber eine Long-Position reinpackt, um eine volle Granate reinzugehen. Aber das Spiel gucken wir uns gleich mal an. Ein Schweinehund oder auch das Dilemma genannt, ist nämlich genau diese Geschichte, wenn wir zwar unser Regelwerk haben, aber dann kommt der Junge auf der linken Seite angeflattert und der auf der rechten. Der Gute und der Böse. Oder auch alternativ der Teufel und der Engel genannt. Die beiden werden uns immer begleiten. Auf der rechten Seite werden wir immer, ich mag das nicht unbedingt, den Teufel und den Engel zu nennen, deswegen haben wir sie auch anders zeichnen lassen. Danke übrigens, Sebastian. Ich finde die Bilder sauschön, so wie er sie gemalt hat. Sondern wir haben die einfach in den guten und in den bösen DAX, in GD und BD genannt. Engel und Teufel klingt immer, man weiß ja heute auch nicht, ob da nicht einer von Zeugen Jehovas da sitzt und sagt, das macht man da aber nicht. Wir wollen uns ja hier nicht irgendwo auf irgendeine Seite schlagen.
Diese Jungs, die werden uns immer wieder begleiten, solange die ein ausgeglichenes Verhältnis haben, sogar am besten, wenn der Rechte größer ist als der Linke. Wenn der mit dem Heiligenschein viel größer und viel stärker ist als der Linke, dieser rote Teufel. Viele Wege führen zum Erfolg, aber noch mehr zum Misserfolg. Stochastik in 10 Minuten. Da haben wir eine ganz klare Unterstützung. Also, klares Setup, Short. Klar seitwärts. Setup, klar long. Short, siehe im RSI, im Stundenchart, egal was man für eine Indikatoren benutzt, egal was man sich da alles reingestrickt hat. Schön ist immer, wenn einen jemand anruft, eben, das ist wahrscheinlich einer von diesen Roten. Ich hatte mal so einen Kollegen, der hat mir jede Woche irgendwo einen Indikator geschickt und hat immer gesagt, nimm den mal, habe ich gelesen, das ist eine Waffe. Sag ich, kann es behalten, ich habe keinen Waffenschein. Er kam immer wieder, alle 14 Tage kam mit irgendwann, unser Europro hat hervorragend funktioniert. Ich hatte endlich einen klaren Kopf, ich hatte mir die Birne endlich freigepustet, ich konnte mich endlich frei bewegen und ich konnte konstant Geld verdienen. Und dann kam er nach 14 Tagen wieder und er hat mir gesagt, hier, probier mal, hier habe ich da, ja, und total geil, das Ding ist eine Waffe. Jedes Mal kam die Waffe, aber gegen mich. Weil jedes Mal, wenn ich mein bestehendes, funktionierendes System nur umgebaut habe, kriege ich direkt die Quittung. Volle Granate. Bis ich dann irgendwann gesagt habe, entweder du lässt es, oder wir trennen uns. Wir haben uns dann getrennt, wir haben uns zwar im Guten getrennt, aber ich habe gemerkt, wie anfällig man dafür ist. Da braucht bloß einer kommen und sagen, hey, das Ding ist gut, das Ding ist eine Waffe. Eben so ein kleines rotes Viech. Da braucht man kommen, hey, das ist eine Waffe. Da schmeiße ich alles Bestehende, alles Gute, schmeiße ich alles über den Haufen, weil die Gier irgendwo siegt. Oder bleiben wir hier sogar besser flat. Was der Kuli nicht weiß, macht ihn auch nicht heiß. Also los, die nächste Nummer wartet. Mein Regelwerk habe ich ja durch. Erstes Setup, vollkommen klar, Order gesetzt, haben wir ja auch gemacht. So wie vorhin, wir haben unsere Order gesetzt. Das Setup war für uns klar, wir wollten runter an die 9,6. Also Order gesetzt, Stop sitzt, Take Profit sitzt auch, alles klar. Kann nichts mehr schiefgehen. Baff, was passiert? Genau diese Nummer. Klatsch. Trade läuft, Stop-Loss drinne, läuft gut an die ganze Nummer, Stop-Long-Order, schön nach Regelwerk, Stop-Loss unten drunter, da wo er hingehört, genau nach unserem Regelwerk, sitzen ja ein paar, die das Handbuch vielleicht schon mal gelesen haben, nicht nur das Kopfkissen gelegt haben oder auf dem Klo irgendwie so an die Beilage unterm Traders-Magazin, hey, siehst du? Darunter ein Stop-Loss, alles läuft gut an, nur 3 Punkte Risiko, schöne Nummer. Und was passiert? Ich werde ausgestoppt. Warum? Hilfe. Mama, wieso werde ich ausgestoppt? Mama, erklär mir das. Mama, Europro hat immer funktioniert. Ich habe doch alle Regeln eingehalten. Ich habe genau da, wo mein Regelwerk mir das sagt, genau hier in der Korrektur, ich habe mir doch genau den schwächsten Punkt gesucht. Ganz kleines Risiko, hervorragendes CRV, alles läuft. Wieso fliege ich raus? Wieso mache ich alles richtig und mache Verluste? Das kann so nicht sein. Da unten, Position läuft in NSL, also... Das sind genau die Phasen, wo dann die Haare so im Mittelkopf dann langsam weniger werden. Ne, Peter? Weil man dann wieder da sitzt und anfängt, sich wieder an der Birne zu kratzen, fangen wir wieder an zu grübeln. Lass das mit dem Grübeln, mit dem Kratzen am Korb hilft nichts. So viel Geld kann man gar nicht verdienen, wie man halt Perücken nachher verbraucht. Nun ja, sagt man, okay, bei dem ersten Trade, alles bestens, alles überhaupt kein Problem, dafür ist ein Stop ja da. Ein Stop ist ja dafür da, dass er geholt wird. Auf jeden Fall mein Kapital sichert. Er muss ja nicht immer geholt werden. Dieses Verhalten, beobachtet euch mal selber, wie ihr euch verhaltet. Wenn der Kurs kurz vorm Stop ist und wie er kurz vorm Take Profit ist, zeichnet das mal auf, setzt euch mal ein Headset auf und zeichnet das mal auf, wenn ihr eine Position habt und der Kurs läuft Richtung Stop und dann denkt einfach mal laut. Und dann guckt euch das am Wochenende mal an, statt Tatort. Habt ihr euren eigenen Tatort. Schöne Erziehungssache oder schöne Methode, sich selbst zu disziplinieren. Von der Plattform wahrscheinlich Verbindungsabbruch.
Ich habe die Maus hier. Steht er da und fragt sich, riesengroße Fragezeichen über dem Schädel, dann kommt auf der linken Seite, Setup war gut und nach Regelwerk. Der Einstieg war richtig. Man hat hinterher nochmal nachgeguckt, hat nochmal sauber analysiert. Einstieg, alles richtig, ich habe noch nichts verkehrt gemacht. Warum kriege ich immer auf die Fresse, wenn ich alles richtig mache? Im Demokonto mache ich alles falsch und verdiene Geld. Da kommt's. Wie wir vorhin gerade hatten, die News. Ich weiß jetzt nicht, warum der DAX jetzt auf einmal so abrauscht. Entweder waren es die 10.000, dass die genau dazu geführt haben, oder vorhin hat irgendwie einer einen Schwank aus seiner Jugend erzählt. Keine Ahnung. Also wenn ich einen Schwank aus meiner Jugend erzähle, dann rauscht der Kurs nicht ab. Hoffe ich. Man weiß es nicht. Aber meine Lehrer, die es ertragen mussten, die leben nicht mehr alle. Aber nicht durch mein Verschulden. Also sorry, war altersbedingt. Das heißt, in China ist ein Sack Reis umgefallen. So steht es in den News. Da ist wahrscheinlich der Sack Reis umgefallen. Okay? Hört ihr? Da ist der Sack Reis umgefallen. Dann kommt das kleine Teufelchen. Und dann kommt das kleine Engelchen wieder. Und dann kommt die Nummer. Genauso wie eben, als der DAX nach oben ausgebrochen ist. Ich habe zwar kein Setup, aber die 9.9 ist ja kaputt. Also, und ich will nicht wissen von den Leuten, die jetzt zugucken, wer über der 9.9 long gegangen ist. Obwohl nachhaltig noch gar nicht dran zu denken war. Genau diese Nummer. Es ist kein Setup, sagt der Teufel. Und der Engel sagt, okay, lass doch gut sein. Entweder hast du jetzt gerade dein Tagesziel auch an Verlusten erreicht oder vielleicht hast du ja schon eine gute Performance erreicht. Und dann, okay, lass es doch einfach. Du hast doch kein Setup, du hast doch nichts zu tun. Lass es, hey, Alter, entspann dich. Leg dich draußen auf den Rasen, kau auf den Grashalm. Oder rauch einen Grashalm. Der eine macht das, der eine braucht das und der andere braucht das. Bist ja gut im Plus, das geht, sagt das rote Viech. Ey, hast also ein gutes Polster. Mit voller Hose ist gut stinken. Wenn ich den Spruch bringe, dann kriegt Christoph immer große Augen, dann kriegen wir aber deine Löffel dafür. Oder einen bösen Blick. Dann der Engelchen sagt wieder, ey, lass es doch, Tagesziel ist doch drin, was willst du mehr? Du hast doch Ziele, du hast Tagesziele im Gewinn, du hast Tagesziele im Verlust, du hast doch dein Ziel erreicht, ist ja egal in welche Richtung, aber du hast doch dein Ziel, lass es doch einfach. Entspann dich, geh raus, Radfahren. Oh, Scheiße, Sport, Sport ist Mord und Massensport ist Massenmord. Radfahren ist auch doof, geh angeln. Ja, ich bin Leistungssportler. Schach und Angeln. Kommt der Teufel wieder und sagt, hey, einer geht noch. Noch ein einziges Mal. Komm, hast zwar zweimal deine Backen, ein einziges Mal noch. Ja. Warum willst du jetzt noch unbedingt was riskieren? Hey, entspann dich. Leg dich irgendwo hin. Mach was Schönes. Geh shoppen. Hey, du verlierst doch nichts. Hast du noch genug? Hast du ein dickes, fettes Polster? Hast du heute Morgen schon mal 50 Punkte gemacht? Scheiß drauf, geht. Mensch, genieß doch lieber den Tag. Ist doch viel angenehmer. Ey, alle sind dabei. Gucke mal. Der Tret läuft richtig gut an. Da, auf geht's. Da unten, rein. Neuer Einstieg. Hey, ich hab's begriffen. Tret läuft, stopp unten drunter. Hey, ich bin cool, ich bin total geil, ich habe meinen Regelweg wieder. Auf geht's, nach 20 Minuten über 20 Punkte, volle Granate, genau mein Ding. Jungs, ich bin dabei, ich bin wieder der Größte. Was passiert in der ganzen Hektik? Wie bitte? Kleiner Fehler, große Wirkung. Ich habe die Position mit Mikrolotze aufgemacht. Positionsgröße vergessen zu verändern. Völlig nervös. Ich habe vorhin erzählt, die kleine Sonja, die sie da irgendwo in meinem Markt gezittert hat, in die Position gezittert hat. Sie hat nicht mal, man hat es nicht mehr geschafft, vielleicht das Konto vom Demo in Live zu wechseln. Hey, super, jetzt sitzt man da, durchgeschwitzt von oben bis unten, die Hosen klatschen nass, der Rücken klatscht nass, den Sessel kann man abwischen. Und hinterher fragt man sich, warum? Geile 28 Punkte im Demo-Konto. Wieder nichts mit Malediven. Scheiße, Kohle weg. Ich habe ja nichts verloren, ist ja nur mein entgangener Gewinn. Der eine spießt, wo der andere genießt. Fällt euch in der Optik was auf? Wer ist in dieser Phase dabei zu gewinnen? Wieso zeigst du auf mich, wenn du den Teufel meinst?
Ich stehe dem Teufel im Weg, das finde ich gut. Hey, das geht. Da passiert gerade was. Der Junge, der gewinnt langsam die Oberhand. Jetzt geht mal in euch. Gerade die Händler da draußen, die jetzt gerade vorhin vom Chart gesessen haben, als der Kurs die 9,9 nach oben durchgeklatscht hat. Dann wird das Vieh nämlich immer größer. Ich habe überhaupt kein Regelwerk. Ich habe nach Long Setup, ich habe noch kein Setup. Gar nicht. Und wenn ich mir die Minutenkerze oder die 5-Minuten-Kerze angucke oder die Shortkerze im Euro angucke, vorhin diese 5-Minuten-Kerze, da hat der Bildschirm kaum gereicht. Es gibt aber noch kein Setup nach Regelwerk. Aber ich muss ja unbedingt da hinterher. Und dann, genau da gewinnt der die Oberhand. Ich kenne das so früher aus der Jugend, auf dem Weg zur Freundin, im Sommer, kurze Hosen. Hey, ich habe gesagt, ich bin um 3 da. S-Bahn, S-Bahn fährt schon, Papa hinterher, volle Granate. S-Bahn rollt schon an, man springt auf, zack, geht auf die Fresse. Gesicht kaputt, Knie kaputt, Freundin guckt ihn auch nicht mehr an. Scheiße, wäre ich lieber 10 Minuten zu spät gekommen, wäre besser gewesen. Genauso, ich weiß ganz genau, ich kriege einen an die Backen. Lass es gut sein, genieße den Tag. Aber dieses kleine Engelchen, was wir da eigentlich haben, was uns die ganze Zeit begleitet, das schieben wir immer weiter weg. Der Abstand wird immer größer, der Engel wird immer kleiner. Und der Junge hier, der gewinnt langsam die Macht. Und der gewinnt genau deswegen die Macht, weil wir die Verluste gemacht haben und weil die Gier in uns immer größer wird. Wir können das nicht ertragen, diesen Tag noch mit Verlusten zu ertragen. Ich kann den Tag noch nicht mit Verlusten beenden, ich war doch heute Morgen schon 10 Punkte vorne. Ich hatte doch heute Morgen schon meine Kohle, ich hatte doch meinen Tagesumsatz drin. Ey, und jetzt bin ich flat. Nein, ich bin 5 Punkte hinten. Nein, das geht überhaupt nicht. Volle Granate, das holen wir uns. Und wie? Komm schon, läuft doch. Konntest du doch sonst auch. Die Woche war gut. Ey, bisher hast du schon Punkte X irgendwie im Sack. Volle Granate. Mit voller Hose ist gut stinken. Auf geht's. Du verpassen willst du auch nichts. Du musst doch jeden Trade. Ey, die Jungs da draußen, die warten. Du postest sonst immer bei Ufpass oder bei Facebook oder sonst irgendwas. Ey, du kannst jetzt nicht sagen, du hast da nichts gemacht. Die Riesenbewegung, die Jungs, die warten da drauf. Die wollen, zeig, was du kannst. Kein Gewinn. Ist genauso wie Verlust. Noch schlimmer, die Gewinne der anderen, wenn wir dann noch zugucken müssen, dass andere die Gewinne machen. Die Gewinne der anderen empfinden wir genauso wie eigene Verluste. Haben wir heute Morgen schon mal drüber gesprochen. Für Coolies die Rechnung ist klar, kleiner Gewinn ist gleich Verlust. Also machen wir genau das, was alle machen. Position aufstocken, denn alle tun es. Irgendwo habe ich dann in irgendeinem Ticker wieder gelesen, in irgendeinem Forum hat einer gelesen, hey, kannst du machen. Ich habe vorhin genau das Gleiche gemacht. Ich habe vorhin gesagt, ich warte, bis er an die 10 läuft, wenn er das Hoch läuft, das Hoch ganz kurz rausnimmt und ich sehe, er hat nur dieses nachlaufende Hoch. Was habe ich gesagt? Ich stocke auf. Warum tue ich das? Weil ich Vertrauen zu meiner Arbeit habe, weil ich genau weiß, wie, weil ich mich in diesen Chart reindenken kann, ich kann mich in die Leute reindenken, ich kann mich in diese ganzen Jungs kann ich mich reindenken, ich weiß, was da irgendwo passiert, die platzieren da oben ihre Stops, lass sie doch. Ich warte, bis die rausgekegelt sind und dann hole ich mir meine Nummer. Deswegen kann ich mir das erlauben. Ich sollte mir das nicht erlauben, wenn ich genau zu diesen Jungs hier gehöre und nicht weiß, warum. Wenn ich überhaupt nicht weiß, warum ich was tue. Nur weil der sagt, hey, da ist der Weg. Dann kommen alle anderen hinterher. Haha, recht hat er, genau. Da ist der Weg. Ja, wusste ich doch auch. Habe ich doch heute Morgen schon mal. Ich habe doch gesehen, wie er analysiert. Ich habe die gleichen Linien wie der drin. Ich muss ja nicht zugeben, dass ich sie abgemalt habe. Also, Position aufgestockt. Auf geht's. Stop-by-Order ausgeführt. Auf geht's. Neue Trade, doppelte Position. Doppelt hilft besser. Und was passiert? Der dreht doch nicht, oder? Sind so schön long unterwegs. Nehmen wir das. Wir haben jetzt wir haben leider Zahlen da drin. Sogar ähnliche Zahlen. Das Ding ist nicht mehr so alt vom 3.3. das Bild. Der dreht doch nicht etwa, oder? Wie viele Leute mögen jetzt diesen Gedanken vor der Dreiviertelstunde gehabt haben? Als sie sich bei der 9,9 oder bei der 9.950, die vielleicht sogar Luft nach oben gegeben haben, bei der 9.950 haben einstoppen lassen. Ey, jetzt knackt er die 10, volle Granate Richtung 10,2. Wie viele haben jetzt vor einer halben, dreiviertel Stunde gedacht, der dreht doch wohl nicht etwa, oder? Oh, jetzt muss ich erstmal analysieren. Schnell mal einen Stopp wegziehen, bevor der geholt wird, dann habe ich auch Zeit zum Nachdenken. Erstmal ein Stück weg, ich muss erstmal Luft verschaffen. Wie viel Luft, wie viele Punkte ist er gefallen? 200? Langt nicht, ne? Der dreht doch wohl nicht etwa. Nein, ich sage doch, der soll nicht drehen.
Ich, das kleinste Kettenglied in der riesengroßen Börse. Ich bin der Einzige, der sagt, der dreht doch nicht. Oder nein, da macht er nicht. Nein, 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 nein. Letzter Einstieg. Da oben. Dann fängt das Ding an zu fallen. Und dann kommt der. Was fällt euch auf? Das Vieh wird größer. Und beobachtet euch selber mal, wenn ihr vorm Chart sitzt. Genau das ist es. Und dann fängt man an, sich zu übertraden und genau völlig zu überdrehen. Volle Granate. Und ihr werdet sehen, merkt euch diese Bilder. Diese Bilder, die werden euch jeden Tag begleiten. Und dieser Junge hier, den wir eigentlich brauchen, wir wollen ja eigentlich das Gute haben. Der Gute soll uns doch begleiten. Der soll mir doch sagen, wo der Weg lang geht. Nicht dieses andere rote Viech. Der Kleine, der soll doch einfach sagen, hey Junge, komm. Wir wollen doch ganz entspannt von A nach B. Nicht schlimm, aber steig jetzt lieber aus, komm. Der Kurs läuft gegen dich, du bist schon wieder hinten. Die Position läuft gegen dich, komm, steig doch aus. Was soll's, ist doch nur eine kleine Korrektur. Kauf nach, verbilligen. Volle Granate. Ich will nicht wissen, wer vorhin bei der 9.8 oder bei der 9.850 vielleicht den DAX nochmal gelongt hat. Volle Granate. Kauf nach, komm, das geht. Für Billige, er wird gleich wieder drehen. Er wird gleich wieder drehen. Ich weiß nicht, wie oft ich mich dabei erwischt habe, wie oft ich vor dem Chart gesessen habe und gesagt, der dreht gleich. Der dreht gleich. Und wenn er dann gedreht hat, hätte der Hund nicht geschissen, ne? Hätte er einen Hasen gehabt. Hätte der Hase gewusst, dass er auch scheißen muss, wäre er nicht so schnell gelaufen. Hätte er gedreht, wäre er gedreht. Wenn er da unten dreht, dann bin ich fett, dick und fett dabei und das mit der doppelten dreifachen Positionsgröße und schon habe ich die Kohle wieder drin. Cool, er hat sich entschieden. Ich hole mir mein Geld zurück. Jetzt! Reich werden wird nicht vertagt auf morgen, reich werden wir heute. Direkt. Habe ich so für heute, für meinen Tag heute beschlossen. Heute wäre ich reich. Diese Nummer macht ihr nicht mit mir, weil ich habe ja die Erfahrung, ich weiß genau, der dreht wieder. Dann lass mich auf der Zunge zergehen. Ich weiß genau, er dreht wieder. Wenn ich genau weiß, der dreht wieder, wenn ich mir das so mal, wie oft sitzen wir vom Schirm und treffen genau diese Aussage, ich weiß ja ganz genau, der dreht. Ey, das ist hier 61,8. Da kommt die Kreuzung von dem und dem. Ich weiß doch ganz genau, der dreht wieder. Aber wenn ich genau weiß, der dreht an diesem Punkt, warum steige ich dann da oben ein? Warum nehme ich mir nicht irgendwas? Schreibt mir das einfach mal auf, so ein Regelwerk irgendwie, warum steige ich nicht da unten ein? Warum steige ich denn da oben ein, wenn ich genau weiß, der dreht wieder? Ich weiß ganz genau, der dreht da unten wieder. Wenn er da unten dreht, habe ich doch da oben gar nichts drin zu suchen, dann weiß ich, ob es da runterläuft, oder? Deswegen die 9,6. 9,6 haben wir gesagt, das ist eine Marke, wo wir sagen können, okay, können wir drüber nachdenken. Für mich gab es keinen Grund, über 9,9 vorhin irgendwie long zu gehen. Und wenn ich die Positionsgröße erhöhe, dann aber, klare Sache, so, jetzt wird pyramidisiert und zwar im Verlust, volle Granate. Ohne Sinn und Verstand, ohne irgendwie zu analysieren, ohne überhaupt ein klares Regelwerk zu haben, sondern ich pyramidisiere nur aus einem einzigen Grund. Aus welchem? Aus Gier. Ich will die Positionsgröße so groß wie möglich haben, wenn er dann mal drehen sollte. Wenn er dann vielleicht mal drehen sollte. Aber nee, ich weiß ja genau, dass er da dreht. Nachkaufen zu 1, nachkaufen zu 2. Hatten wir vorhin gerade bei Grübli und Kuli und Stressi, wo Kuli sagt, okay, da unten verbillige ich, da unten kaufe ich nach. Der Plan ging auf, aber der Plan war scheiße. Nachkaufen zum 3. Und hier muss er drehen. Wer sagt das? Wer sagt, er muss hier drehen? Welcher Börsenvorstand stellt sich irgendwo hin, der muss hier drehen? Keiner. Keiner in diesem Markt oder der sich in diesem Markt irgendwo bewegt, hat irgendwie die Möglichkeit zu sagen, der muss hier drehen. Der Einzige, der sich diese Frechheit rausnimmt und sagt, der muss hier drehen, das sind wir mit unseren kleinen Pipifurz-Positionen, mit unseren paar Mikrolots oder Minilots oder mit unseren 5, 6 CFDs, mit denen wir unterwegs sind. Wir sagen, der muss jetzt hier drehen. Das gibt es nicht, der muss hier drehen. Der kann da drehen. Die Wahrscheinlichkeit ist vielleicht da, dass er irgendwo drehen könnte. Aber auf diese Wahrscheinlichkeit muss ich mich vorbereiten. Ich kann mich nicht auf die Aussage verlassen, dass ich sage, der muss jetzt drehen. Das ist Quatsch. Der Albtraum wird wahr, der Kurs dreht nicht. Volle Granate, das Ding geht volle Granate in die Hose.
Panik. Mal wieder ein nasses Hemd. Das dritte heute. Und dann auch noch mein Bestes. Oder vielleicht auch das letzte. Der Junge, der wird immer größer. Der dreht noch. Zieh einen Stopp weg. Volle Granate. Der spiket nun mal ganz kurz durch. Ich hänge ja in dieser Position jetzt schon drinnen. Das Teufelsviech wird immer größer. Stopp weg, noch eine Etage weg. Ach komm, im 4-Stunden-Chart, da hat er bis zu 61,8, hat noch 150 Punkte Luft. Bevor er jetzt meinen Stopp holt, komm schnell weg. Und dann kommt der Lieblingsstopp, wie nennen wir den immer so schön? CBH. Den sogenannten CBH. Wer kennt den CBH? Du kennst ihn, Peter, oder? CBH. Cancel before hit. Löschen, bevor er ihn erreicht. Schnell weg. Weil das Problem ist ja, was sollen wir mit so einem Scheiß-Stop? Immer wenn wir den Stop erreicht, machen wir Verluste. Und was können wir nicht realisieren? Was können wir im Kopf nicht realisieren? Das sind Verluste. Also, Stop weg. Der wird ja sonst geholt. Geht doch gar nicht. Deswegen der CBH, wenn wir nicht mehr weiter ziehen können, weil der Bildschirm unten zu Ende ist, dann kann man so einen großen Bildschirm, so einen 21 Zoll, den kann man auf Hochkant drehen, dann kann man auch noch weiter ziehen, weil dann geht das tiefer. Oder die einfachste Lösung ist dann eben der CBH, rechte Maustaste, weg das Ding. Wenn ich ihn gelöscht habe, kann er auch nicht geholt werden. Ganz einfach. Ist gar nicht so schwer. Löschen. Unser Engel, der kriegt langsam Panik und sagt, okay, ich glaube, du brauchst mich nicht. Du brauchst mich schon, aber du willst mich nicht. Und wenn du mich nicht willst, verkrümel ich mich. Cooley verzweifelt und ist alles außer cool. Warum? Weil sie nicht mehr an sein Regelwerk hält. Die Stops müssen weg. Jetzt ist es auch egal. Wer kennt dieses Gefühl? 10.000er Konto, gerade, Riesenpositionen drin, immer wieder nachgekauft, nachgekauft, nachgekauft. Und der Kurs fällt immer weiter, immer weiter. Und irgendwann ist das Konto bloß noch bei 4 oder bei 5, bei 4.500, 5.000, 4.500, 4.000, 3.500. Und irgendwann sagt man, ach scheiße, stopp, weg, jetzt ist auch scheißegal. Und dann, wie die Vogel-Strauß-Taktik oder so, den Kopf in den Sand stecken, so nach dem Motto, ich sehe dich nicht, dann siehst du mich ja auch nicht, dann kriegst du mich ja auch nicht. Dann sind wir irgendwann im Punkt, weil wir es nervlich auch nicht mehr aushalten und sagen, jetzt ist es auch scheißegal. Und dann ist es nur noch BHW, Bangen, Hoffen, Warten. Wenn man Glück hat, dreht das Ding nochmal und man geht wieder in die andere Richtung. Und wenn man Pech hat, dann kommt genau das, was irgendwann kommen muss. Das kann ich mir nicht mehr ansehen. Ich mache den Rechner einfach aus. Wozu soll das Ding auch laufen, wenn ich eh keinen Stopp habe? Es gibt ja Leute, die das dann entscheiden können. Der ist nämlich nicht mehr cool. Die Coolness ist volle Granate durch, der Kurs klatscht und dann wird er von seinem letzten Freund gerettet, von Mr. Margin Call. Ob man das dann noch retten nennen kann, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall rettet oder schützt er mich davor, dass mein Konto irgendwo in den negativen Bereich rutscht, es sei denn, man ist so bekloppt wie ich und zieht eine Position mit 40 DAX und übers Wochenende. Wegen dem Bedienfehler, aber ansonsten wird man ja oder ist man ja einfach davor geschützt, wenn dieser Mister zuschlägt, dass wenigstens von meinem Konto noch was übrig bleibt, dass ich eventuell noch eine kleine Position in die Gegenrichtung oder sonst irgendwas aufmachen kann oder mich auf jeden Fall erstmal zurückziehen kann. Was sollte man in solchen Fällen machen, wenn genau das passiert? Nach hohen Gewinnen und nach hohen Verlusten. Und was noch? Einfach mal ein, zwei Tage nichts. Warum nicht? Spätestens, wenn man diese Phase durch hat, genau wenn man diese Phase durch hat, dann muss man sich davon fernhalten. Beobachtet mal, was bei euch im Kopf vorgeht, wenn genau diese Nummer passiert. Ich weiß nicht, wer das hier schon alles durch hat oder wer das von euch zu Hause durch hat. Wenn man diese Phase durch hat und so ein Konto hat man irgendwo platt gemacht, dann hat man nur ein einziges Ziel. Ich will mir die Kohle wiederholen. Unbedingt. Und das schnell. Reich werden ist nicht auf morgen verschoben, reich werden ist heute angesagt. Und umgedreht ist es bei hohen Gewinnen. Wenn man mal so ein Konto mal hochgeknallt hat, volle Granate, ist es genauso. Wir werden übermütig. Wir werden genau dann diesen Jungen sehr genau kennenlernen. Den da.
In beiden Fällen. Egal, ob wir im Verlust sind, weil unser Konto platt ist oder eine Riesenposition zerknallt haben, oder wenn wir riesenweit vorne sind. Auch wenn wir Geld verdient haben, sind wir vor dem Kumpel nicht sicher. Nur in einer anderen Form. Wenn es dem Esel zu gut geht, aufs Eis tanzen. Und das macht uns übermütig. Genau dann sind wir irgendwann im Punkt, wo wir sagen, ey, ich bin der Größte, ich bin der Geilste, ich bin der Beste. Besseren Trader gibt es überhaupt nicht. Ey, volle Granate. Und dann alles reinknallen, was irgendwie wo geht, die Positionsgröße hoch. Ich kann es doch, ich bin der jeder Beste. Und dann ist die Kohle, die wir vorher verdient haben, wieder weg. Der ist jetzt alles andere als cool und wird davor gerettet. Sofern man hier von Rettung reden kann. Einige Minuten später passiert genau das. Und hätte er sich genau diese Nummer erspart. Das ist schön, dass wir den Vortrag heute halten dürfen, weil genau dieses Spiel hat man vorhin nur andersrum. Können wir den Bildschirm mal umdrehen, dass die Kerzen... Wie bitte? So, ja, genau so sieht der Euro aus. Wir können geile Idee, ja. Chris, machen wir gleich mal. Wir schalten vielleicht gleich mal um zu Chris. Aber so ungefähr dürfte das Euro-Bild aussehen, oder? Was? Da haben wir es. Exakt so. Diese PowerPoint, die haben wir... Wisst ihr, warum wir die PowerPoint gemacht haben? Wisst ihr, warum wir vorhin DAX geschortet haben? Warum ich vorhin den Euro gelongt habe? Weil wir genau wussten, was heute passiert. Von wegen Börse ist nicht beeinflussbar. Ich kenne den Vorstand. Super, super Idee, danke. An dieser Stelle will ich einfach mal darauf verweisen, wer hier oben drüber jetzt auf eurem Bildschirm zu Hause seht ihr die Links zu unserer Homepage beziehungsweise zu einem Anmeldeformular. Wer wissen will, wie wir analysieren, wie wir genau so eine Dinge bearbeiten, wie wir zusammenarbeiten, kann sich gerne dort eintragen. Wir versenden euch dann zum Wochenende oder Anfang kommender Woche einen Teilnahmelink zu unseren Webinaren, dass ihr vielleicht in den Webinaren ab übernächste Woche, so kurz vor Ostern, mal dran teilnehmen könnt und mal seht, wie wir so ein, zwei Wochen miteinander arbeiten. Wir würden euch den Link dann in einer separaten Mail zuschicken. Dann können wir wieder wechseln. 1:1. Slotty gegen Euro. 1:1. Ein Eimer Slotty gegen 1 Euro. Genauso sieht das hinterher aus und heute haben wir es genau live erlebt. Und ich könnte wetten, vorhin sind auch hier im Euro, vorhin einige mit Sicherheit short genau in die Falle getreten. Oder im DAX sind sie genau long in diese Falle getreten. Hier eine klare Bärenfalle und im DAX eine klare Bullenfalle. Schönes Ding. Sauber. Ja, wer freut sich? Hast Geld verdient, wa? Ein bisschen. Ja. Kommt. Ja, wenn ich muss, gehe ich auch. Meistens. Einige Minuten später passiert genau das, was passieren musste. Natürlich, der Kurs geht volle Granate durch die Decke, was natürlich heute exakt fast auf die Stunde genau passiert ist. Also wir haben eigentlich die Trades von heute schon mal aufgezeichnet. Wisst ihr, was wir heute Morgen gemacht haben? Der erste Schritt heute früh. Wir haben die PowerPoint genommen, wir haben die animiert und haben die nach Frankfurt geschickt und haben gesagt, hier, bitteschön, damit ihr wisst, was ihr heute Nachmittag zu tun habt. Feuer, Marianne. Wenn ihr auf die Uhrzeit guckt. Wie bitte? Soll noch mal einer sagen, wir können nichts, oder? Yes, we can. Der Kurs geht durch die Decke und er sagt hier, warum habe ich das nicht gesehen? Warum? Und es kommt genau dieser Moment, wo wir eigentlich verzweifeln und aufhören, wahrscheinlich über uns nachzudenken, beziehungsweise an uns oder unserer Strategie zu arbeiten. Das ist alles scheiße, der Handelsansatz ist totaler Mist, unser Begleiter, der taucht überhaupt nichts, der verdient immer die Kohle und sorgt dafür, dass ich die nicht verdiene, der schickt extra die Kurse nach Frankfurt, damit die auch genau das machen, was er denen heute Morgen gesagt hat. Die spielen auch noch mit, die stecken alle unter einer Decke. Ich stecke immer mit der Börse und mit keinem Vorstand unter einer Decke.
Das sind nämlich Männer. Wer, wie, was, wann, warum? Keine Ahnung. Warum habe ich das nicht gesehen? Ursachenforschung. Was ist denn da eigentlich passiert? Einfach mal ein bisschen nachlesen. Gucken, was da passiert ist. Unterstützung vielleicht im übergeordneten Chart, Tageschart, Wochenchart. Was haben wir uns vorhin angeguckt? Wir haben uns vorhin genau, nachdem der Kurs da oben ganz kurz durch ist, haben wir gesagt, okay, wenn er da runterfällt, dann geht er genau da und da hin. Ich könnte wetten, die Jungs, die über den 9.9 vorhin gelongt haben, die haben genau das nicht gemacht. Genau deswegen haben sie die 9.6 auch nicht auf dem Deckel. Und die 9.3 wahrscheinlich auch nicht. Aber genau die Jungs, die das nicht auf dem Deckel haben, die brauchen wir. Die brauchen wir, weil wir brauchen ja Jungs, die kaufen, damit die überkaufte Situation da ist, damit wir nachher die Ohren abschneiden können, damit wir im Kreis lachen können, volle Granate, mit unseren Short-Positionen. Inverse SKS im 5-Minuten-Chart. Chart im 5-Minuten-Chart, das haben wir uns verschrieben, das war nicht so gemeint. Wir haben denen extra gesagt, eine inverse SKS im Tageschart. Wir wollten mal gucken, ob die das an der Börse auch merken. Also das 1x1 nochmal in Ruhe, die Analyse und die Marktbeobachtung. Das heißt, ich habe ein Regelwerk, ich muss mein Regelwerk nehmen und jetzt muss ich erstmal abgleichen, habe ich mein Regelwerk überhaupt eingehalten? In welcher Form mache ich das? Ich muss doch einfach mir irgendwo eine To-Do-Liste machen und dieses Ding genau abhaken. Nehmen wir mal mein Regelwerk oder unser Regelwerk, unser Euro-Pro-Regelwerk, und sagen, okay, die erste Grundvoraussetzung ist doch, liegt übergeordnet ein Trend vor? Ja oder nein? Vorhin, als der Kurs nach unten durchgerauscht ist, hatten wir übergeordnet keinen Abwärtstrend. Wenn ja, sind wir in der Bewegung oder in der Korrektur? Liegt dein Einstieg nach Euro pro vor? Sind alle Bedingungen für eine Positionsöffnung erfüllt? Es war überhaupt nichts erfüllt. Was heißt, jeder, der vorhin da unten massiv geschortet hat, um da irgendwie blind in das fallende Messer zu greifen. Deswegen habe ich vorhin gesagt, wenn man so eine Position setzt, ja, aber stopp ganz schnell hinterher, um sofort wieder rauszugehen. Ansonsten liegt mein Regelwerk einfach nicht vor. Und dann stellt er nämlich fest, wenn er das Ding analysiert, hinterher, nachdem er sein Konto fast platt gemacht hat, dann haben wir gesagt, okay, die Position hätte nie eröffnet werden dürfen. Ich habe Geld bezahlt für eine Strategie, ich habe vielleicht Geld bezahlt für einen Handelsansatz, ich habe vielleicht Geld bezahlt für ein Seminar oder ich habe Geld bezahlt für eine Webinarreihe und frage mich hinterher, wozu? Warum? Wenn ich sowieso mache, was ich will, wenn ich sowieso meine Birne durchsetzen will, wenn ich sowieso immer sage, der muss jetzt drehen, dann brauche ich mir kein Geld dafür ausgeben, ich bin ja dankbar. Man kann sich ruhig ein Regelwerk zulegen, man muss es ja nicht anwenden, ist ja egal, das Geld habe ich. Das heißt, diese Position hätte nie eröffnet werden dürfen. Und wieder verloren zwischen den Ohren. Immer wieder. Gewinn weg, Verlust gemacht, Geduld, Gier, Erstarren, Flucht, Meinung, Kampf, alles Mögliche spielt sich in meiner Birne ab. Und was fehlt? Die Disziplin. Einfach nach meinem Regelwerk, nach meinen Regeln, die ich mir auferlegt habe, zu handeln. Ne? Ja, machst du auch nicht, oder? Sonst wärst du ja nicht hier. Chancen bietet der Markt jeden Tag genug. Gerade nach einem Regelwerk, gerade nach einem kurzfristigen Regelwerk, so wie unser Euro-Pro. Ich weiß nicht, wie viele Chancen, wie viele Möglichkeiten wir jeden Tag haben. Jeden Tag 10, 12, 15, 16, 18 Einstiegsmöglichkeiten. Ich muss nicht jede mitnehmen. Wenn ich geerdet bin und mit 12, 13, 14 Punkten am Tag leben kann, mit einer vernünftigen Positionsgröße, dann muss ich diese wackeligen Setups nicht alle mitnehmen. Ich suche mir einfach die sicheren Setups auf. Wirklich sauber abarbeiten. Was haben wir gerade gesagt hier vorher? Mein Regelwerk abgleichen. Liegt, sind, was weiß ich, wenn ich bloß 4 Punkte habe, die mich hier irgendwo begleiten. Wenn ich bloß 4 Punkte nach meinem Regelwerk zu erfüllen habe, dann muss ich einfach gucken. Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4. Alles ja, long, short. Fertig. Ist einer von den 4 Punkten nicht erfüllt, bleibe ich draußen. Ganz einfach. Und vielleicht sollte man sich, der eine oder andere, der bei mir mal im Seminar war oder so, der kennt vielleicht dieses Bild. Dieses Bild hat bei mir lange, lange Zeit an der Wand gehangen.
Ich musste jeden Tag daran vorbei. Jeden Tag, wenn ich an meinem Schreibtisch bin, musste ich an diesem Bild vorbei. In DIN A3 und laminiert. Und es hat gegenüber von meinem Schreibtisch gegangen, da habe ich jeden Tag drauf geguckt. Lernen ist die Tochter der Wiederholung. Das ist ein Tag aus dem 29.01.2010. Ist schon ein paar Tage her. Habe ich im Dow Jones gehandelt, habe diesen Tag über $3.500 verloren. Und habe mich, das war ein Freitag, und habe mich an diesem Wochenende, dann an dem Samstag oder so und an dem Sonntag hingesetzt, schönen guten Tag, auch wenn ich zu spät komme, ohne Entschuldigungszettel von Mama, sind Sie trotzdem herzlich willkommen. Wir haben uns genau an diesem Tag, an diesem Wochenende habe ich mich dann hingesetzt und habe einfach mal auseinandergepflückt. Genau das, was man eigentlich hätte vorher machen sollen, habe das genau hinterher gemacht. Habe einfach mal Gas gegeben, habe mir einfach ein Blatt Papier genommen, habe einfach mal alles eingezeichnet, was ich zu diesem Zeitpunkt an Wissen in meinem Kopf hatte. Ohne irgendwelche Bücher zu wälzen oder sonst irgendwas. Einfach nur das an Wissen eingezeichnet, was ich hätte zu diesem, während dieser Handelsphase, während dieser Session hätte wissen müssen. Dann habe ich diese ganzen Kram auseinandergepflückt und alle Regelwerke, alles, was ich wusste, das war nicht viel. Ich habe nur einen kleinen Kopf, passt ja nicht viel rein. Alles, was ich hätte wissen müssen, dass eben so eine Linie mal irgendwo hält, mal einen kurzen Fehlausbruch oben rüber oder hier mal eine SKS mit einem Regelwerk, Fibo-Ebenen und, Kreuzwiderstände, alles völlig klassisch, sich in den Markt reindenken, in die anderen Händler reindenken, wo reagieren die anderen Händler, wie reagieren die Händler, was machen die anderen Händler, wo tun sie das, wenn sie das tun, was hat das für eine Auswirkung, wie kann ich mir diese Auswirkung zunutze machen. Das ist das ganze Spiel. Und wenn ich das weiß, dass ich hier einen Kreuzwiderstand habe, dann weiß ich genau, an diesem Punkt werden zwei Händlergruppen reagieren. Und wenn zwei Händlergruppen reagieren, weiß ich genau, an diesem Punkt muss ich abwarten. Ich habe mir das mal ausgerechnet, wenn ich an dem Tag, diesen Freitag, genau die gleiche Positionsgröße genommen hätte, ob die nur richtig war oder nicht, ob das nur ein gesundes Money Management war oder nicht, das sei jetzt dahingestellt. Aber wenn ich genau an diesem Tag die gleiche Positionsgröße genommen hätte und nur das bisschen Wissen, was ich in meinem Friesenhirn da irgendwo ein bisschen abspielt, das kleine bisschen Wissen umgesetzt hätte im Chart, hätte ich an diesem Tag nicht $3.500 verloren, sondern ich hätte 5.500 oder 6.500 verdient. Eine kleine Differenz von 10. Für manch einen den ein oder anderen Jahresgehalt. Christoph zum Beispiel. Ja, genau. Wenn euch dieser gewisse Junge, dieser Teufel irgendwo erwischt, beendet diesen inneren Schweinehund und geht einfach euren Weg ein kleines Stück mit Disziplin. Ihr werdet nie davor gefeit sein, dass dieser Teufel immer mal wieder ein Stück größer wird und der Engel immer ein bisschen kleiner. Das wird immer, immer wieder kommen. Wir sind Menschen. Menschen haben Emotionen und manchmal haben die Emotionen einfach auch die Oberhand. Das ist normal. Das zeichnet uns als Individuum ja eigentlich auch aus. Alles andere wären wir Maschinen. Wir müssen nur lernen, wie können wir dem damit begegnen? Und begegnen können wir ihn einmal nur mit Disziplin und sich einfach solche Sachen mal zu Herzen nehmen. Und sich wirklich mal die Arbeit machen, so eine Sachen zu machen. Ich habe mir das dann sogar laminiert auf den Schreibtisch als Schreibtischunterlage hingelegt. Ich musste jeden Tag mit der Nase wieder da drauf geprügelt werden. Ich musste den ganzen Tag, wenn ich am Schreibtisch saß, immer da drauf gucken. Ich musste jeden Morgen, wenn ich ins Büro bin, an diesem Bild vorbei, damit mir das ja nie wieder passiert. So einen Tag will ich nicht nochmal durchleben. 8 oder 9 Positionen gehandelt, 8 oder 9 Mal auf die Fresse gekriegt und 8 oder 9 Mal in die falsche Richtung unterwegs gewesen. Ich hätte es besser wissen müssen. Man muss eben nur lernen, den Chart zu verstehen, aus dem Chart zu lesen und einfach zu wissen, was irgendwie wo passiert. Und in der Form lernen kann man das bei uns, wenn man möchte. Immer unsere Seminare laufen grundsätzlich unter dem Motto: Wir müssen lernen oder lesen, uns in die anderen Händler reinzudenken. Was tun die anderen Händler? Wo tun sie das? Wenn sie das tun, was hat das für eine Auswirkung? Und wie kann ich mir diese Auswirkung zunutze machen? Ab da bin nur ich wichtig. Ab da bin ich totaler Egoist. Und warum soll ich mir das Geld nicht holen, was andere freiwillig in den Markt geben? Danke an alle die, die jetzt zugehört haben und danke an alle die, die bei 99 gelongt haben. In diesem Sinne machen wir jetzt einfach mal eine ganz kurze
Pause, ich muss mal ganz kurz frische Luft reinlassen hier. Oder will Adam nochmal? Du hast es so wunderbar gemacht. Okay. Wir fassen das Thema einfach nicht zusammen. Wenn ihr das nochmal zusammengefasst sehen wollt, das geht ganz einfach, weil die Aufzeichnungen werden ab nächste Woche, spätestens ab Montag oder so, werden die auf dem Kanal hier zu sehen sein. Wenn ihr Zusammenfassung haben wollt, geht einfach auf Vorspulen. Dann dauert der ganze Vortrag eine Stunde, habt ihr noch in 10 Minuten durch. Müsst ein bisschen schneller hören, aber es funktioniert. Was vielleicht ganz interessant wäre, wenn du nochmal sagst, was im ersten und im zweiten Mal für die Leute, die vielleicht jetzt nachmittags nur zugeschaltet haben. Wenn du verstehst, was ich meine. Nein. Es ist jetzt 16 Uhr, wir machen jetzt ein paar Minuten Pause und dann gehen wir noch auf das Thema ein Money Management mal anders, wie man genau auf so eine Situation auch begegnet, wenn der Teufel nämlich mal zuschlägt. Dafür haben wir, glaube ich, keine PowerPoint. Ich glaube, da erzähle ich einfach noch ein bisschen was zum Abspannen und dann werden wir einfach ein paar Beispiele erzählen, wie ich, auch wenn das vielleicht völlig marktuntypisch ist, diesem inneren Schweinehund in solchen Fällen begegne, wie ich den bekämpfe oder wie ich mit dem umgehe, wie ich mich vielleicht auch mit ihm anfreunde, wenn das mal sein muss. Und dann werden wir, glaube ich, gegen 17.30 Uhr hier ungefähr die Segel streichen. Ich habe vorhin gesagt, ich habe auch Gefühle und das eine Gefühl heißt Durst. In diesem Sinne machen wir jetzt 10 Minuten, Viertelstunde Pause und dann machen wir weiter, okay? Für die, die jetzt schon mal Kaffee kochen müssen, für die liebe Ehefrau, viel Spaß. Wir sehen uns in 15 bis 20 Minuten wieder. Danke.